Ich habe mein wundervolles Tuch aus der Super Kid Mohair Love Silk in Print und der Sequel in Cotton von Shulana fertig. Und das möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Tada! Hier ist es, das Wunderwerk. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Es ist ein Traum aus Baumwolle und Sequel-Polyester und Seide und Mohair. Und es ist super flauschig, aber total leicht in dem Sinne. Und ich versuche es dir mal im Ganzen hier zu zeigen. Es hat eine asymmetrische Form. Ich habe hier an der Ecke angefangen und habe zwei wundervolle Ränder gestrickt, sage ich mal. Es wächst dann halt immer. Und zum Schluss hat man die Maschen quasi hier oben und kann dann halt abketten. Und getragen wird es so, dass man ja eine asymmetrische Form hat. Ich zeige es dir auch nochmal, wenn du es so umschlagen möchtest. Auch sehr, sehr schön zu tragen so. Und dadurch, dass es halt aus Baumwolle ist und einem ganz dünnen Faden der Super Kid Mohair, ist es auch sehr dünn, sag ich mal. Also du kannst das super dünn zusammenknautschen und auf der anderen Seite kannst du es halt irgendwie total schön drapieren. Vielleicht fragst du dich jetzt auch, aus was hat Sabrina das denn jetzt nun gestrickt? Sie erzählt ja immer was von Sequel in Cotton. Das ist die von Shulana. Das ist eine Baumwoll Sequel Polyester Mischung. Und dann habe ich so ein Wunderwerk von Rico Design genommen. Das ist Super Kid Mohair Love Silk in Print. Das heißt, es hat einen Farbverlauf, der sich da noch einmal wiederholt. Und ich habe die beiden Qualitäten zusammen verstrickt. Also mit zwei Fäden habe ich das gestrickt. Und ich muss sagen, es lässt sich richtig gut stricken. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man immer alle beiden Fäden erwischt. Aber das ist gar nicht so das Thema. Es macht einfach super viel Spaß, ja, dieses Tuch wachsen zu sehen, die Farben zu sehen, wie sie sich entwickeln. Ich habe noch andere Farbvorschläge, also diese beiden Farben habe ich ja verstrickt und ich habe hier noch andere Vorschläge. Du kannst zum Beispiel dieses super tolle Weiß von der Sequel mit diesem bunten zusammen verstricken. Das ergibt auch ein richtig tolles Muster. Da habe ich das auch schon mal verstrickt mit der Como in Weiß und mit dem. Das gibt natürlich ein dickes Wintertuch, aber das gibt natürlich genauso was Schönes, Flauschiges, wie ich hier gestrickt habe für den Sommer. Oder was Helga gestrickt hat, das zeige ich dir auch gleich noch, die hat diese beiden Bobbel zusammen verstrickt. Das ist so rosa, hellblau, lila. Und du kannst es natürlich auch mit lila verstricken, aber Helga hat es mit blau verstrickt. Und das sieht auch richtig, richtig toll aus. Wenn du das mit dem lila verstrickst, wird es natürlich noch heller, noch freundlicher. Und ich sage mal, mit dem blau wird es etwas geheimnisvoller. Ich zeige dir das Tuch jetzt mal. Das ist das Tuch, was Helga gestrickt hat, aus diesem super schönen Bobbel und dem Blau. Ich finde, die Farben sehen total geheimnisvoll aus, sehen richtig cool aus. Ich kann es dir auch gleich nochmal zeigen. Sie hat eine andere Form gemacht. Sie hat ein Dreieckstuch gemacht. Und mit einem ja, schrägen Farbverlauf. Man hat dann das quasi so auf den Nadeln, strickt dann immer weiter. Man hat eine gerade Kante und eine schräge. Und wenn die Wolle alle ist oder wenn es einem groß genug ist, dann hört man einfach auf und bekommt dann wirklich ein richtig, richtig großes Dreieckstuch. Ich zeige das mal von hinten. Also das ist wirklich, ne? Das kann man dann an Sommerabenden, wenn du sagst, boah, mir ist da vielleicht ein bisschen kalt oder es zieht ein bisschen, kann man das super toll überschmeißen. Es ist so flauschig und so weich auf der Haut. Es ist einfach, ja, es ist einfach ein Traum. Und jetzt bist du einfach gefragt, welche Farbkombinationen dir am besten gefallen oder vielleicht erstellst du ganz neue Farbkombinationen. Und ich bin gespannt, was da für wundervolle Tücher draus entstehen werden.